getan haben. Ja. Du willst den Islam annehmen? Ja, genau. Was ist heute passiert? Du warst in der Moschee heute? Genau, da wollte ich in die Moschee gehen, in München, in Freimann. Sind wir in die Moschee gegangen und erstmal war keiner da, von den Männern. Und dann wurden wir, dann sind wir auf an den Imam getreten, der uns nicht freundlich begrüßt hat, also nicht islamisch, so wie ich das eigentlich gelesen, gesehen habe. Wenn einer dazu treten will, dann wird man halt anders begrüßt, aber nicht der wie heute, also der hat halt dann nicht so ein freundliches Gesicht gezogen und was ist das hat für eigentlich nur schnell geredet, musste aber auch schnell wieder weg. Was ist das für eine Moschee? Das ist, ich weiß nicht genau, was für eine Moschee das ist. Also in München, das ist die Freimann-Moschee. Und ich glaube, also der Hauptimam ist der Dr. Khalifa. Ah ja, das ist die Moschee, die von der deutschen Regierung aufgebaut worden ist. Ja? Ja, ja. Okay, möge Allah diese Menschen inshallah recht leiten. Ja, der Bruder war absolut, also lustlos. Und der hat gemeint, wir sollen wiederkommen, wenn Er Lust Khalifa hat. Wieder dort ist. Ja, ja, also das... Ja. Möge Allah diese Menschen inshallah recht leiten. Also wir haben so viel Negatives über diese Moschee gehört und die Leute sollen sich schämen und Allah fürchten. Denn wenn jemand den Islam annimmt und zu Allahs Haus geht, dann müssen die Leute ihn mindestens herzlich empfangen und nicht ihn vertreiben. Aber wie gesagt, diese Moschee ist von der deutschen Regierung aufgebaut worden. Und leider, wir haben so viel Negatives über diese Moschee gehört. Möge Allah diese Menschen, die drin sind und die diese Moschee verwalten, richtig recht leiten, inshallah. Ja, ja, okay. Gerade mit jemandem geredet, eine Freundin von mir, die hat mir das auch gesagt, so wie sie es gerade mir gesagt haben, ja, ja. Dass da was vorgefallen ist vor einigen Jahren. Das hat aber auch gerade gesagt haben. Auch, ja. Okay, du bist überzeugt, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden, außer Allah. Und du bist überzeugt, dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Das aussprechen? Ja, dann machen wir das jetzt auf Arabisch. Ja. Und am besten ihr beide. Also wir beide? Ja, ihr könnt beide, das machen wir gerne. Wie ihr wollt, wir können das gemeinsam machen. Ja, okay. Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. 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 Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasul. 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 Allah. 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 Ja. Jetzt dadurch bist du Muslim geworden. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Und wie fühlst du dich? Wie ein neuer Mensch. Alhamdulillah, Bruder. Alhamdulillah. Du bist jetzt unser Bruder im Islam. Ja. Und siehst du, der Shaitan hat dich nur abgehalten, diesen Satz auszusprechen. Allah wird dir den richtigen Weg zeigen, Bruder. Und jetzt fängt für dich eine ganz neue Aufgabe an. Versuch mal, den Islam richtig zu praktizieren, damit du dein Leben richtig genießt. Und damit du auch anfängst, Dauer mit deinen Eltern zu machen, mit deiner Familie zu machen. Ja, das werde ich machen. Inshallah, Bruder, inshallah. Und natürlich, wenn Fragen gibt, dann ruf uns bitte immer an. Und, ich hab hier, wir haben hier Ihre Nummer. Alhamdulillah, das freut uns, Bruder. Ja. Und wie gesagt, wegen der Moschee, mach dir bitte keine Gedanken darüber. Das war nur eine kleine Prüfung von Allah für dich. Ja. Aber du siehst, Islam und Muslim, das sind zwei verschiedene Sachen. Das stimmt, ja. Ja, und das ist, Alhamdulillah, ein guter Anfang für dich. Auf jeden Fall, das ist das Wichtige. Inshallah, also Islam besteht nur aus Koran und Sunna.
Und es gibt Menschen, die den Islam gut praktizieren und gute Vorbilder für den Islam und die Muslime sind. Und es gibt namentliche Muslime, die den Islam schaden und die Muslime schaden. Das stimmt, ja, da gibt es Unterschiede. Habe ich auch gesehen und gemerkt. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jetzt hast du den klaren Weg gefunden und inshallah fang an, den Koran richtig zu lesen und die Sunna des Propheten a.s.w. zu lesen. Anfangen, die 5 Gebete zu verrichten. Und du wirst jeden Tag merken, dass dein Herz ruhiger wird, dass du den Sinn des Lebens endlich mal gefunden hast. Und möge Allah aus dir ein leuchtendes Vorbild für den Islam machen, inshallah. Danke. Alhamdulillah, Bruder, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, Bruder. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله